Hallo meine Lieben, ein kurzes, ungeschnittenes Handy-Info-Video. Wer mir auf Facebook folgt, der wird es mitbekommen haben. Seit gestern ist der Laptop tot. Die Luftfeuchtigkeit hat ihn endgültig besiegt. Es war jetzt schon in sich anbahnen die letzte Zeit und jetzt seit gestern macht er gar keinen Mucks mehr. Und wir sind jetzt heute auf dem Weg nach Flores für eine Woche. So lange lasse ich ihn jetzt bei unseren Vermietern liegen, die wir hier für die Wohnung hatten. Und die schauen mal, die haben im Schlafzimmer eingestellt, dass sie eine Klimaanlage haben, die die Luftfeuchte aus dem Raum zieht. Vielleicht geht er nach Flores wieder. Ansonsten muss ich warten, bis wir in Deutschland sind und ich ihn zur Reparatur gebracht habe. Hoffe, dass es reparabel ist. Ansonsten wird es echt teuer. Aber bis dahin, bis ich wieder meinen Laptop habe, gibt es erstmal keine Videos mehr. Und ich werde weiter fleißig filmen, weil das macht mir einfach riesig Spaß. Und es kommen noch so viele schöne Aufnahmen. Allein die letzten Tage, wo wir nur Boot waren, das waren einfach mega tolle Aufnahmen. Aber ja, hilft ja alles nichts. Ich werde die dann ich hoffe, dass die Speicherkarte ausreicht. Und dann werde ich die einfach in Deutschland dann nachreichen, also in Deutschland dann schneiden und hochladen. Dann kommt eben alles ein bisschen später und ihr habt jetzt erstmal 2, 3, 4 Wochen YouTube-Pause von mir. Ja, aber das werden wir alle wohl ganz gut überleben. So, ich bin heute positiv aufgeregt. Ich bin tatsächlich nicht irgendwie reisekrank. Ich freue mich einfach auf unseren Flug gleich. In so einer halben, dreiviertel Stunde werden wir abgeholt. Dann geht es zum Flughafen, eine Stunde Flug nach Flores und wie gesagt, da dann noch eine Woche bleiben. Und ja, wer weiterhin auf dem Laufenden bleiben will, der folgt mir am besten auf Instagram oder Twitter, weil da seht ihr eigentlich so jeden Tag irgendwelche Updates von Fotos her. Also, macht's gut und drückt mir mal die Daumen, dass es mit dem Laptop alles klappt.